Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Legends Box von Majesty. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Legends von Majesty, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl! Es ist das 9. Album der Band. So sieht das aus. Wir haben hier auf dem Cover eine Person, die hier, ja, die vermummt ist, mit einem Majesty Hoodie oder mit einer Jacke bekleidet. Trägt hier auch noch eine Elektrogitarre oder ja, hat die in die Luft gehoben. Und um diese Person herum geht ziemlich die Post ab. Also hier unten sind diverse Autos in Brand gesteckt, die hier wirklich dicht an dicht stehen. Und im Hintergrund sehen wir auch noch brennende Gebäude, beziehungsweise sieht auch so aus, als würden diese Gebäude irgendwie einstürzen. Hier dann Albumtitel plus Bandname. Hier unten gibt es Funken. Auf der rechten Seite zieht sich die Szenerie weiter. Oben wieder Albumtitel plus Interpret, genauso links. Und auf der Rückseite haben wir den Boxinhalt auf Englisch hier angegeben. Also was haben wir hier drin? Wir haben einmal das Album, das Legends Digipack. Dann haben wir eine Bonus-CD, eine Maxi-CD mit 3 unreleaseden Exclusive-Songs. Dann einen Gym-Bag, also einen Turnbeutel. Und dann haben wir noch eine Halskette mit 2 Dog-Tags. Darunter die Beteiligten. Das Ganze ist erschienen über Napalm Records. Und dann haben wir noch einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Die Box lässt sich hier aufklappen. Hier kommt dann noch mehr zum Vorschein, also auch hier diese Innenseite wurde gestaltet. So, wir haben einmal das Album im Digipack. Dann haben wir diese Bonus-CD, Now or Never. Dann haben wir den Turnbeutel und, ja genau, hier in diesem Turnbeutel gut geschützt haben wir dann auch noch die Halskette. Die kommt hier in so einem durchsichtigen Druckverschlussbeutel. Okay, dann packen wir die Box mal zur Seite. Ebenso die anderen Inhalte. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Wir haben hier ein Digipack. Ist vom Cover her recht ähnlich wie auch das Boxcover, nur etwas breiter. Also wir sehen hier links und rechts noch etwas mehr als auf der Box. Majesty Legends lesen wir hier wieder ebenso auf der Seite. Dann haben wir noch die Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 11 Tracks sind es geworden. Auch hier wieder jede Menge Feuer und Funken. Barcode Beteiligte. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. Auf der linken Seite haben wir hier so eine kleine Stecktasche. Und in dieser befindet sich hier ein Booklet, das ziemlich dick sein dürfte. So, was haben wir hier? Hier haben wir einmal die Lyrics zu einzelnen Tracks. Wunderbar. Dann Fotos der einzelnen Bandmitglieder inklusive Funktion. So sieht das aus. Also Lyrics und Fotos hier mit drin. Die Bandmitglieder hier einzeln abgelichtet. Also links Lyrics, rechts Bandmitglieder und hier dann noch eine Doppelseite. Also hier haben wir die 5 Herrschaften der Band mit ihren Aufgaben und Namen. Weitere Lyrics und weitere Fotos. So sieht das aus. Jawohl. Zum Abschluss gibt es dann hier noch umfangreiche Danksagungen bzw. Grüße. Und auf der letzten Seite haben wir dann auch noch die Credits. Gut, dann, hoppala, dann packen wir das Ganze wieder rein und kommen zur Album-CD, so sieht die aus, also das Motiv, das wir schon vom Cover kennen, ebenso dahinter. So, aber damit nicht genug, wir haben zusätzlich zu diesen 11 Tracks des Albums auch noch eine weitere CD, die Bonus-CD Now or Never. Auch hier wieder diese Gestalt hier mit der E-Gitarre und das Ganze hier so im Betonstil, also sieht so aus wie so eine Betonwand und Sprühoptik. Hier lesen wir auch wieder Now or Never und Majesty.
Dann die CD. Ich glaube, Slim Case nennt sich das hier. Und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier zwar kein Booklet, aber wir haben hier so einen Einleger zum Falten. Hier haben wir die Infos zu den drei Tracks. Wobei, hier wurde nur einer wirklich abgetippt. Bei den anderen beiden Tracks handelt es sich hier scheinbar um alternative Versionen. Also einmal hier Track Nummer 2, Words of Silence. Der ist hier auf dem Album drauf, Nummer 8. Und dann haben wir Wasteland Outlaw, das ist Nummer 3. Und der ist hier auf dem Album auch schon drauf, Nummer 5. Bedeutet, der erste Track, der scheint wirklich hier exklusiv zu sein, also neu. Nummer 2 ist dann eben eine andere Version des Tracks Words of Silence. Und Nummer 3, Karaoke-Version, würde ich jetzt so verstehen, dass da keine Vocals mit dabei sind. Also rein instrumental. So, auch hier natürlich wieder die Lyrics und also zu dem einen Track zumindest und die Infos zu dem Ganzen, also die Credits. Dann haben wir hier die CD. So sieht die aus. Wie gesagt, im Slim Case. So, das war's zu der Musik. Dann haben wir mit dabei einen Turnbeutel. Der kommt hier in Schwarz und Weiß. Hier haben wir ein Quadrat mit Spitzen, also fast schon wie ein Stern. Hier haben wir viermal den Namen der Band, zweimal ausgefüllt und zweimal nur die Kontur. Und in der Mitte wieder unsere Figur hier mit dem Instrument. Auf der Innenseite glatt schwarz. Links und rechts dann entsprechend die Träger, diese Schnüre, die hier unten eingefasst wurden. Und dann kann man das hier entsprechend zuziehen. So, dann schauen wir mal ins Innenleben, ob wir hier einen Zettel vorfinden. Jawohl, hier haben wir es. Wir haben es bei diesem Gymbag zu tun mit einem Westford Mill W110 Beachfield Brands United Kingdom. Grüße gehen raus. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Alles klar? So, dann packen wir auch den Turnbeutel wieder zusammen und kommen zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier mit dabei eine Halskette samt Dogtags. Die kommt hier in einem kleinen durchsichtigen Druckverschlussbeutel. Ups, okay. Das Ganze ist hier noch einzeln. Also, wir haben hier eine Kette. Ihr kennt das, diese klassischen Halsketten hier, die so aus einzelnen Kügelchen bestehen. Hier oben dann der Verschluss. Das Ganze ist jetzt noch offen. Dann haben wir noch eine zweite, eine kleine Kette, denn bei Dogtags ist es dann oft so, dass man die zweite Marke dann entsprechend hier separat noch dran machen kann. Also eine kleine Kette an die große Kette dranhängen kann. Und die Dogtags sehen so aus. Also die sind in so einem Metall, in so einem schwarzen Metallic gehalten. Das Logo hier, wie wir es schon vom Turnbeutel kennen, also hier dieses Quadrat. Auf der Rückseite nochmal diese Gestalt etwas größer abgebildet, jeweils in so einem Grauton. Und auf der zweiten Marke haben wir dann auch nochmal das Logo. Okay, die ist ident. Also diese beiden Hundemarken sind hier ident gestaltet. Könnt ihr euch dann natürlich aussuchen, ob ihr eine tragt oder beide dran macht. Ob ihr dann eine hier tragt, die andere hier oder beide da oder was auch immer. Das ist natürlich dann euch überlassen. Gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigte Halskette, bestehend aus diesen zwei einzelnen Kettchen hier, inklusive der beiden Dogtags. Dann haben wir den Turnbeutel, der hier aus 100% Baumwolle kommt, in Schwarz und Weiß. Dann die Bonus-CD, die Now or Never Maxi-CD mit den drei Bonus-Tracks im Slim Case. Sowie natürlich das Album an sich, Legends, im Digipack mit 11 Tracks. Jawohl, das Ganze in dieser wunderbaren Box. Diese Box ist übrigens, was ich fast vergessen hätte zu sagen, auf 500 Stück limitiert. Genau.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn die Musik feiert, falls ihr Majesty unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.